Und da war das 4-4. Und jetzt natürlich nochmal. Oh ja. Das ist eine tolle Geste natürlich auch. Das ist eine tolle Erscheinung auf diesem Turnier. Hut ab. Love the darts. Sag ich nur. Love the darts. Zwei gute Typen da oben. Die wissen, dass es mehr gibt als hier nur den Sieg. Aber jeder will ihn natürlich, aber auf die sportlichste Art und Weise. Und das ist schön anzusehen. So. Wichtige, ganz wichtige erste Aufnahme, glaube ich, jetzt für Barry van Peer in diesem 9. und letzten Leg ums Achtelfinale. Ja, mehr kannst du dir als Seifern ja gar nicht wünschen, dass im Decider die Entscheidung geht, wer geht als Zweiter in der Gruppe H hinter Gary Anderson in die letzten 16. Und wir haben den Decider. Beide fangen gut an. Er wollte mehr. Er wollte mehr, aber kann den Druck nicht wirklich erzeugen. Cameron Menzies. Das ist wirklich Wahnsinn. Er macht überhaupt keine Zielbewegung. Zack, raus den ersten Dart, damit er eine Flüssigkeit in Dart 2 und 3 irgendwie reinkriegt, einen Rhythmus. Und oft genug ist er mit dem ersten im Triple 20er Segment wirklich toll. Weil das ist reines Gefühl, das ist überhaupt nicht Ziel, gar nichts von dem, was er normalerweise tut. Tippelt von linken auf den rechten Fuß nochmal und dann feuern, einfach feuerfrei, Batsch, ohne groß zu gucken. Weil wenn er versucht zu zielen, ihr seht das, dann setzt er oben über dem Kopf gleich wieder direkt ab, weil die Bewegung nicht passt. Einfach raus und also das ist natürlich dann der andere Teil, der geht natürlich auch mal in die 5 und 1. Ja. Keine Frage. Gut vorher gesagt, ja. So, und das war natürlich die Aufnahme, die das Achtelfinale kosten kann. Ja, das aber sieht doch alles da noch aus. Ja. Er kommt auch nicht über die 100, gerade Cameron Menzies. Und ist auch nicht zufrieden, weil er weiß, es ist immer noch die Gefahr da. So, Barry van Peer. Er ist knapp drunter, es ist die 100. Sechs Darts hat er dafür. Tops fürs Match, für Menzies. 90. Drunter, aber er hat die Zeit noch. Du hast es angesprochen, noch kein Finish möglich für Barry van Peer. Der kann sich jetzt nur noch mal. Und er hat bei 2-4 bestimmt schon gedacht, ich bin nicht sowieso tot. Der macht das jetzt aus und dann gehen 3 oder 2 Matchstarts von Barry van Peer vorbei. Und ja. Menzies sagt, oh, ich habe noch eine Chance. Er lag schon über dem Zaun. Und dann bekommt er die Chance auf dieses 116er, verpasst den und jetzt hat er gleich 3 Matchstarts. Wo kommt Barry van Peer hin? 100. 79 Rest. How many require 20? Doppel 5. Ah. Und den verlegt er aber sowas von deutlich. Der geht in die einfache 20. Oh, heieiei. Er ist ihm schon beim Zurückziehen. Barry in der Hand. Requires 79. So, die Fans feiern aber Barry van Peer jetzt. Ups. Ja, da sind sie aneinander geraten, aber. Na, er selber, den Tränen nahe, weil er sein Viertelfinale gerade aus dem Fenster lost wirft, in thought sozusagen, ja. Und hat auch nicht mehr. Er hat überhaupt nicht mehr geguckt, links und rechts. Das gibt's doch gar nicht hier. Was mache ich denn da? Wieso nehme ich das nicht mit? Und nun Barry van Peer mit der Wahnsinnschance, sich hier durchzusetzen. 79. Wann er es tut, werden wir euch gleich sagen. Er hatte eben diese 2 Matchstarts. Du hast es gesagt, 4-2 Führung. Kriegt er jetzt nochmal die Möglichkeit für die Runde der besten 16. Barry van Peer. Wie viel Darts auf Doppel wird es geben? 1 oder 2? Come on. Dramatisch, dramatisch. Der ist knapp weg. Top soll es sein zum Match. Oh, nee, lässt er nicht los. Lässt er nochmal den unterbrochen. Oh, das ist Katastrophe. Jetzt weiß er, jetzt ist er platt. Also vom Kopf her. Jetzt muss er alles wieder ganz von vorn. Oh, ist das schlimm, ist das schwierig, ist das stressig. Oh, der arme Hund, der arme Hund. Komm, Barry. Jetzt ist er wieder in dieser Situation mit seinem ersten Dart. Ohne Zielen einfach loslassen. Und er kann nicht hingucken. Uiuiui. Drama, mal wieder Drama in der Civic Hall von Wolverhampton. Barry van Peer. Matchstart. Für Tops. Komm, Junge, mach es. Ich sag jetzt, mach es. Ich glaube, er haut ihn rein. Er verlegt diese Chance auf Tops und die Doppel 10 für Menzies
Und der hat die Doppel-5. Und der ist weit drüber. Und der ist noch mal drüber. Ja, was ist denn hier los? Will das keiner? Kann es keiner? Sie sind beide mit den Nerven runter. Der eine und der andere aus verschiedenen Gründen. Ganz genau. Aber sie haben alle beide ihre ganz großen Probleme hier heute am Hockey auf der Bühne. Also, und das ist dieser mentale, taffe, ultra-taffe Sport Darts. Unglaublich. Hier wird es aber par excellence nochmal beispielhaft vorgespielt. Gary Anderson ist davon gekommen, hat durchgezogen, hat das Ding beenden können. Aber Cameron Menzies kann da nicht mit, konnte das nicht so abschalten und sein Spiel spielen. Lag ja schon, wie gesagt, am Zaun und wollte eigentlich. Der Menzies, der muss immer auch hinten den Gegner beobachten, der kann es nicht fassen. Und der sitzt! Barry van Peer macht das Ding. Und Cameron Menzies ist am Ende. Was ein Drama hier auf der Bühne der Civic Hall Wolverhampton. Barry van Peer steht im Achtelfinale.